Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Tomb Raider The Last Revelation, die letzte Offenbarung, das vierte Tomb Raider Spiel, Tomb Raider 4, Vers 44, oh, 44. Wir beginnen das Level Nummer 37, also schon ziemlich am Schluss sind wir hier, mit dem Namen Die große Pyramide. Und viel ist da jetzt auch nicht los. Wir haben jetzt hier diese Mastaba, diese Altstadt oder Stadt oder Handelsstadt, was auch immer das heißen mag, hinter uns gelassen. Wir gehen jetzt wieder raus aus dem Haus. Und da kommen bestimmt wieder ein paar Böse. Warte. Was haben wir denn da? So, jetzt sind wir raus. Gucken mal rundum. Ah ja, genau. Gut, hier, da ist vor uns eine Tür, die müssen wir einschießen. So. Hallo? Na, Böser. Hinter mir auch noch. Ja, ganz ein Böser. Gut, jetzt sind wir raus aus dem Haus. Können speichern. Gehen wir mal hier. The Great Pyramid. Ah ja, da habe ich schon gespeichert. Okay, jetzt speichern wir. So, wo müssen wir hin? Da hinten ist nichts. Wir sind jetzt immer noch in dieser Mastaba-Bar. Müssen jetzt, wo müssen wir hin? Links rum, oder? Warte. Da zerlegst du die Tür. Ach, da war noch Medipack und Munition da drin, oder? Warte. Gucken wir nochmal schnell. Ah ja, da ist er her. Munition. Ja, man sollte es natürlich sammeln. Medipack ist auch noch irgendwo. Das sieht man immer schlecht. Wo ist es denn? Da ist ein Geheimnis. Da, nimm. Gut. Jetzt raus. Wie gesagt, von rechts kommt einer. Jetzt nicht mehr. Und jetzt müssen wir links rum, oder? Warte. Draußen beseitigst du den Kollegen und springst mit Anlauf nach links über die Grube, wo du schnell zum Eingang und somit in Deckung läufst. Links über die Grube. Da schießt wieder einer. Beseitigst du den Schützen gegenüber und öffnest die Tür. Da kommt gleich der nächste. Das steht hier in meiner Lösung. Auf meiner Homepage namens laraweb.de lese ich das ja ab. Dahinter treffen. Also einen weiteren Schützen. Hey. Liegt jetzt hier auch wieder was rum. Ist ja wurscht. Jetzt gehen wir raus, oder? Jetzt kommt noch einer. Jetzt können wir nur da rein. Oder? Müssen wir. Warte. Geh. Und öffnest das. Warte, warst du hier schon? Moment. Ist hier schon die Geheimtür? Hier ist wieder eine Geheimtür, siehst du. Muss man jetzt von irgendeiner Seite öffnen. Von der Seite. Siehst du, wenn du die Fackel anzündest, dann siehst du, dass das Quadrat hier anders aussieht. Und jetzt müssen wir an den Rand gehen von dem Quadrat und von der Seite kann man es öffnen. Jetzt vorsichtig, da kann man. Ah, da ist ein Leiter. Aha. Also, runter. Und das ist ein Geheimnis. Der Granatwerfer, schau her. Boah, Geheimnis. Für alle Statuten unter uns 68 von 70, also wir haben es schon fast hier. So, dann gehen wir wieder raus. So, dunkel. Dunkel, dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln, oder? Dolle dunkel, Sebo munkel. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Jetzt speichern wir unser Geheimnis ab, fangen wir oben wieder an. Und machen Licht an, damit du was siehst. Und gehen. Zerlege nun den Holzverschlag und öffne das nächste Gebäude. Aha. Ja. Das habe ich jetzt schon irgendwie mit meiner Sprengmunition schon zerlegt hier. Bing. Au, au, da ist ein Böser. So,
Da ist eine Falltür, da ist aber nichts drin. Steht in meiner Lösung. Kannst ja mal gucken. Da ist nichts drin. Wenn da nichts drin ist, dann ist da nichts drin. Oh, da geht's tief runter. Nee, da gehen wir nicht rein. Steht aber in meiner Lösung. Die Falltür dort enthält keinerlei Wertsachen. Gehe lieber hinaus und zerlege beim nächsten Gebäude den Eingang mit dem Dangereux-Schild. Wieso sehe ich nichts? Achso. Weil da die Klappe davor war. Wo geht's raus? Da? Ah, da, ja. Da geht's raus. Danger is coming to town. Wo denn? Ah ja, da waren wir. Jetzt, jetzt warte. Jetzt kommt die Dreckspirale. Ja, da müssen wir rauf. Und oh, nee. Und jetzt können wir aber hier noch gucken. Danger. Warte, also gleich mal im Anschlag noch. Bang. Bang. Gleich mal rundum schießen, das ist immer gut. Fackel an. Granaten, Uzi-Magazine und eine Falltür mit Medipack. Gut, da sind Granaten. Ich benutze, aber ich habe nie den Granatwerfer benutzt, weil der ist ein bisschen komisch. Also, der schießt halt irgendwo eine Granate hin. Und da muss man Glück haben, dass sie dann da explodiert, wo auch der Gegner steht. Und hier ist die Falltür, da ist ein Medipack drin, steht in der Lösung. Na gut, das, oder? Sagen wir das da vorhin? Na, komm. Huch. Ah, da ist nur, da sehen wir die Lara. Na, nimm halt, wo ist es denn? Großaufnahme. So, und jetzt wieder raus hier drin. Gut. Speichern. Warte. So, jetzt müssen wir auf die Dreckspyramide rauf hier, komm. Da, und dann sind wir fertig, haha. Huch. Oh. So, ja. Ja. Kaffeepause. So, Freunde, das kann dauern. Na gut. Jetzt musst du auf die Pyramide klettern. Das Ziel liegt links oben. Du musst aber zunächst zur rechten Seite und dann hinauf. Außerdem kommen da Käfer und herabfallende Steine. Du kannst dir hier einen Screenshot machen, damit du notfalls diese. Aber es nutzt dir auch nichts. Also springe zuerst von dem Vorsprung aus mit Anlauf zur anderen Seite. Von dem Vorsprung aus. Vorsicht, weil da ist eine. Da ist ein Vorsprung. Da ist eine Grube. So, springen wir da rüber, oder? Oh, und sind da hinten müssen. Oh, da müssen wir hin. Und jetzt müssen wir nicht. Dort gehst du. Nach links? Was? Rutscht die Rampe hier? Jetzt kann ich schon immer diesen Rampe hinab und springst mit Anlaufgriff weiter. Oh nee. Okay. Oh weia. Anlauf. Ich hätte gedacht, wir müssen rechts auf. Also wurscht. Anlaufgriff weiter. Genau. Steige ein Stück höher. Steige ein Stück höher. Soll ich ein Stück höher steigen? Ah doch, warte. Aha. So, steige ein Stück höher. Hier steigst du hinauf, bis du auf der zweiten durchgehenden Ebene der Pyramide bist. Wei, wei, wei. Auf der zweiten durchgehende. Das ist. Oh, hallo. Die hier, oder? Zweite durchgehende Ebene. 2, 1, 2. Jetzt sind wir auf der zweiten. Ja, da müssen wir jetzt leider nach Lösungen vorgehen, weil das kann. Sonst kommst du da nicht weiter. Safe. Springe dort einen Schritt vor der Schräge nach rechts. Weiter auf dieses flache Stück derselben Ebene.
Laufe dort schnell hoch vor den großen Block. Oh ne. Was? Ein Schritt vor der Kante? Oh, warte. Speichern. Tut mir leid, da müssen wir jetzt durch. Laufe dort schnell hoch vor den großen Block der nächsthöheren Ebene und ducke dich, ducken. Warte. Oh, wow. Nächsthöheren. Oh, ja. Ha? Hat funktioniert. Ducken. Da an der, ja. Hat aber funktioniert. Schnell hoch vor den großen Block. Nun springst du aus dem Stand nach rechts weiter und dann noch einmal. Sie musste jetzt hier sein, oder? Das tut mir jetzt echt leid, aber es geht nicht anders. Jetzt nochmal. Und dann dort ducken. Ah. Na gut. So geht's jetzt hier weiter. Es tut mir echt leid, aber. Schein getroffen zu werden. Nun springst du aus dem Stand nach rechts weiter und dann noch einmal. Ah, das war das jetzt. Das. Da müssen wir, das war schon der zweite, oder? Schreie dort einen Block nach oben, jetzt sind wir da, oder? So dass du auf der dritten Ebene bist. Jetzt sind wir auf der dritten Ebene. 1, 2, 3, oder? Kann man das so sagen, ja. Jetzt sind wir auf der dritten Ebene. Wahnsinn, ich krieg hier F5. Auf der dritten Ebene. Bis dort springst du aus dem Stand wieder zweimal nach rechts. Auf die zwei Block breite, flache, schräge. Oh nee. Ah ja, da. Warte. Zwei Block breite, flache. Zwei Block breite, flache. Mann, Zungenbrecher. Zwei Block breite, flache, schräge. Boah. Safe-Game. Tut mir leid, geht nicht anders. Zwei Block breite, flach. Von hier springst du wieder an auf nach Osten weiter auf die steile Schräge, auf der du nach unten auf eine flache Schräge rutschst vor dem Stein in Deckung gibt. Nach Osten. Das ist doch Osten, genau. Die rote Nadel zeigt auf E wie East, Ost. Mit Anlauf nach Osten. Weiter auf die steile Schräge. Mit Anlauf. Auf die steile Schräge. Und dann rutscht man da runter. Da müssen wir nämlich hin. Oder? Speichern. Oh, warte. Und Duckung, Deckung. Genau. So, jetzt sind wir da unten. Und jetzt geht es nämlich da irgendwie rüber, oder? Tipp, ja, gut. Geh hinunter auf den vorstehenden Block am Abgrund. Naja, wir kommen voran. Geh hinunter auf den vorstehenden Block am Abgrund. Mann, da kriegst du sauer. Nee. Von hier aus springst du mit Anlaufgriff über die Grube. Also weg von der Pyramide zu dem Block auf der anderen Seite. Das kann hier dauern. Und da kommt einer. Der da. Haha. Gut, wir sind aber schon mal weiter. Safe game. Den Käfer. Nun springst du wieder an auf den schrägen Block, auf dem der Käfer saß. Wobei, da ist wieder so ein schräges Stück. Achtung. Anlauf auf den schrägen Block, auf dem der Käfer saß. Hoppla. Und jetzt ist er darüber, oder? Warte. Da muss man genau ausrichten. Oder? Speichern. Safe game. Jetzt geht es mit Anlaufgriff auf den niedrigeren der dunklen Blöcke an der Pyramide.
niedrigeren der dunklen Blöcke. Oh weh, das kann man schlecht sehen. Hand auf Griff. Müsste aber jetzt stimmen. Schwert haben wir, gell? Peng. Ja, der, oder? Genau. Mann. Zieh dich einen Block höher, hänge dich an die Kante der nächsten Schläge. Und hangle hinüber, oder? Und hochziehen, oder? Oh. Aha! Kommt also. So, so. Noch einer? Nee. Speichern. Hochziehst, schnell wieder an die Kante, den Stein. Dann ziehst du dich hoch und springst nach rechts zum Medipack und wieder zurück. Da ist ein Medipack, das haben wir jetzt. Und wieder zurück, den haben wir abends. Nun springst du nach links oben auf die zweite Ebene und ebenso auf die dritte. So, links oben auf die zweite Ebene und ebenso auf die dritte, auf das flachere Stück. So, müsste stimmen. Das geht hier nur so, das geht nicht anders. Also, dritte, von hier springst du mit gezogenen Waffen nach links auf den nächsten flachen Block der dritten Ebene, also hier. Jetzt hier rüber. Na? Ach komm. Ah ja, der schubst dich runter, das ist immer das fiese Loadgame, das ist, der haut dich runter, die Sau. Der Scher, komm! Lotke, ich mag nicht mehr. Jetzt aber. Gut, weil die schubsen dich runter. Das ist fies. Fies. Steige nun zwei Ebenen hinauf. Eine, zwei. Und springe nach rechts weiter und dann noch einmal, wo du dich duckst. Oh oh. So. Oh. Gut. Müsste stimmen. Steige dort zwei Ebenen höher und beseitige links zwei Käfer. Steige dort zwei Ebenen höher. Beseitige links zwei Käfer. Na, jetzt kommen wir aber der Sache näher. Jetzt wird es langsam wärmer. Tut mir jetzt echt leid, aber geht nicht anders. Wir können uns ja sehr auch mal die Gegend anschauen. Viel sieht man jetzt nicht, weil da drüben ist irgendwas Gelbes. Naja, das ist irgendwie irgendwas. Und so weiter. So. Links zwei Käfer. Gehe nun auf die lange, flache Schräge, auf der die Käfer waren. Warte. Lange, flache Schräge. Wo waren die jetzt? Warte. Da, oder? Da. Da. Waren die da? Da, oder? Und zum linken Ende, wo du mit Anlauf nach links auf die steile Schräge springst und drei Ebenen hinabrutschst zum linken Ende. Oh wei, und zum linken Ende, wo du mit Anlauf nach links auf die steile Schräge springst. Mit Anlauf nach links. Warte mal. Zum Ende. Ja, das Ende ist aber erst da, oder? Ah! Nee, das war's schon mal nicht. Warte. Da jetzt, oder? Warte. Zum linken Ende. Noch eins rüber, oder? Warte. Nee. Wir müssen. Warte. Noch eins rüber. Ja, jetzt können wir mal die Lara beim Rutschen betrachten.
Mit Anlauf, warte. Mit Anlauf. Warte. Und zum linken Ende, wo du mit Anlauf nach links auf die steile Schräge springst. Jetzt, oder? Jetzt haben wir es, oder? Und drei Ebenen hinabrutscht. Hier springst du mit Anlauf und gezogener Waffe nach links weiter. Käfer, jetzt müsste da mit Anlauf müsste ein Käfer sein. Wo ist denn der? Oder bin ich falsch? Warte. Hier springst du mit Anlauf nach links weiter und unterwegs ein Käfer. Klettere hier nicht nach oben. Warte, mit Anlauf. Das müssen wir machen, einmal. Oder bin ich da erst? Ach komm! Oh nee. Ich mag nicht mehr. Jetzt bin ich irgendwie falsch. Oder? Ich glaube, das da drüben, warte. Oh nee, jetzt habe ich mich irgendwie voll vergeigt. Ach komm. Links, dann wir müssen irgendwie einen Käfer finden. Oder? Oh nee. Ach komm. Jetzt habe ich mich vergeigt. Ich glaube, ich muss da runter. Warte. Warte. Da, ich bin irgendwie vergeigt. Warte. Ach komm. Nee. Da, da muss ich, glaube ich, runter, oder? Nee. Weiter rauf kann ich ja nicht. Da komme ich ja nicht hin. Ah nee, jetzt habe ich mich. Komm, das kann nicht sein. Irgendwo habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich muss links weiter, jetzt komme ich auch. Ja, wie das hat. Entschuldige, jetzt haben wir da irgendeinen Fehler gemacht, oder? Rauf komme ich ja nicht. Und runter will ich nicht. Warte. Ist da eine flache Schräge? Nee. Ach komm. Da habe ich mich vergeigt. Ich, da drüben habe ich ja angefangen, Freunde. Oh nee. Ach komm, jetzt haben wir uns vergeigt. Du kannst vorspulen. Da oben müssen wir rauf, oder? Habe ich mich da irgendwie voll vergeigt? Da komme ich ja nicht rauf. Warte. Habe ich da irgendwie? Warte, ich glaube, wir müssen weiter rauf, oder? Ich glaube, wir müssen weiter rauf. War das die Schräge, wo die Dreckskäfer waren? Warte, das war die hier, oder? Oh, nee. Jetzt. Das ist die Schräge, wo wir runter müssen, oder? Da waren die Käfer. Behaupte mal, es wäre da. Wenn ich jetzt da rüberspringe. Ich wieder runter. Aha, jetzt sind wir da, oder? Irgendwie. Da fehlt ein Käfer irgendwie noch. Warte. Hier ist. Drei Ebenen hinabrutschst, oder? Hier springst du mit Anlauf und gezogenen Waffen nach links weiter. Ach, das müsste jetzt das sein. Das müsste jetzt die. Genau. Warte, behaupten wir mal, das wäre das jetzt.
Anlauf und gezogenen Waffen. Aha. 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 Gut, behaupten wir mal, das war jetzt. Jetzt kennt sich keine Sau mehr aus. Noch weiter und dann liegt ein Klettere hier nicht nach oben, sondern springe aus dem Stand nach links weiter. Klettere hier nicht nach. Ah, da könnte ich raufklettern, sondern springe aus dem Stand nach links weiter. Jetzt haben wir es wieder. Springe aus dem Stand. Tut mir leid, nach links weiter. Dann geht es nach links unten, also eine Ebene tiefer, genau. Warte, da, links unten, eine Ebene tiefer. Genau, jetzt. Und nun wieder nach links oben aus dem Stand. Das ist das da. Warte, behaupten wir mal, das wäre das. Aha, genau. So, warte. Oh, da. Behaupten wir mal, das wäre das. Links oben aus dem Stand. Nun geht es erneut nach links unten und wieder nach links oben. Nach links unten. Nach links unten. Mann, das kann ein Vertigo. Nach links unten. Ah, komm, spring. Warte. Links unten. Und jetzt wieder nach links oben. Behaupten wir mal, das wäre richtig. Aha, aha. Wo du einen Käfer triffst von oben. Oder habe ich? Da, nee. Okay. Oh nee. Achso, warte. Muss ich erst wieder raufspringen. Oder einen Käfer triffst. Oh oh. Oh nee. Steige nun drei Ebenen nach oben. Ist das jetzt hier? Ah, jetzt kommt der. So, steige nun drei Ebenen vom Schnauze voll. 1, 2, 3. Steige nun drei Ebenen nach oben. Ja, ist super leid. Da eben nach oben und springe aus dem Stand nach links weiter auf den nächsten flachen Bereich. Also wenn du die Lösung... Springe nach links weiter auf den nächsten flachen Bereich. Wenn du die Lösung... Steige nun drei Ebenen nach oben. Springe aus dem Stand. Drei Ebenen nach oben und springe aus dem Stand nach links oben. Auf den nächsten flachen Bereich. Oh, warte, das ist der. Warte. Das müsste der sein. Ja, wenn du die Lösung. Ich habe es 20 Mal schon gespielt. Ich habe mich bloß vorhin irgendwie jetzt verheddert. Wenn du. Genau, die Lösung stimmt aber, weil ich schon 20 Mal gespielt habe. So. Auf den nächsten flachen Bereich. Hier springst du nach links auf den flachen Bereich in derselben Ebene. Das ist der, wo du dich sofort duckst. Ah, gerade noch. Gerade noch. Aber wir sind richtig gerade noch. Mann, wie lange spiele ich schon? Halbe Stunde. Ich kann nicht mehr. So, wir sind aber richtig. Derselben Ebene wurde natürlich sofort. Springe nun nach links weiter. Na, das machen wir. Springe nun nach links weiter. Von dort aus springst du mit Anlauf nach links, wo du. Wir müssen da links runter. Da. Da ist der Ausgang da unten. Und jetzt haben wir es, oder Freunde? Tut mir jetzt echt leid. Speichern. Jetzt sind wir da, oder? Jetzt haben wir es. Da geht's runter. Oh. Note Game. Khufu's Queen's Pyramid. Pyramid. Da sind wir jetzt. Siehste? Ha! Siehste? Also, wir haben die Dreckspyramide da. Das ist die Rutsche. Da geht's raus. Ah, nee. Gut, wir haben's. So, jetzt mache ich nicht mehr. Okay, Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen. Schaltet ein und traget meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohl ergehen möge. Adieu, bis gleich.